Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Tower of Light. In der letzten Folge haben wir uns hier einigen Dokumenten gewidmet, beziehungsweise einem Dokument gewidmet, was hier drauf war, und haben weitere verstörende Szenen mitgemacht. Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Und da hieß es ja, dass die Amelia, glaube ich, hieß sie, nach der wir mehr oder weniger die ganze Zeit suchen, nur pure Einbildung gewesen sein sollte. Jetzt machen wir uns erstmal auf, oder wieder auf, wenn man so will, um nach etwas zu suchen, was ja letztlich beweist, dass sie real ist. Achso, ich bin doch schon im ersten Stock. Moment. Das Archiv, war das jetzt links oder rechts? Untersuchungsräume. Das war rechts, okay. Dann laufen wir jetzt erstmal dahin. Dann sollen wir nach etwas suchen, was aussieht wie von Amelia oder wie sie hieß. Ich weiß ehrlich gesagt den Namen nicht mehr, aber es war irgendwas mit A auf jeden Fall. Ist das eventuell auch hier drin? Oder ist es praktisch? Da wird man direkt drauf gelost. Das sind Amaras Sachen. Amara, da bin ich sicher. Ja. Achso, dann nehmen wir die mal mit zum Tisch. Mal schauen. Amara. Da ist sie. Sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Ja, aber wer jetzt? Das Mädchen mit nur einem Auge unten rechts? Oder das Mädchen links, was so böse guckt? Oder reden die jetzt vielleicht sogar von der Mutter? Ich weiß es ja nicht. 12. März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen. Die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut. Hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin, sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt. Es gibt so viele ordentliche Leute hier. Ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt. Sie wusste von dem Mann. Darum wollten sie auch, dass sie aus meinem Leben verschwand. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau, ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. Okay, also damit dann wäre die Frage geklärt. Nämlich ist ihre Freundin, wie sie sie nennt, die Krankenschwester gewesen. Also hier die Mutter von den beiden Kindern hier oben. Was mich jetzt dann eher dazu verleiten lässt, dass sie wohl keine Duschbeziehung mit ihr hatte. Es kann aber natürlich sein, hier steht jetzt kein Mann drauf oder so. Es kann natürlich sein, dass die Frau lesbisch war und sie ausgenutzt hat oder so. Man weiß es ja alles nicht. Ich hoffe, das klärt sich im Laufe der Geschichte noch auf. Ja, die schönsten Klamottengeschmack hat es jetzt nicht. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Okay, also ich schätze, das war dann wohl ein Foto, wo sie schon sehr viel älter war. Und das hier dürfte dann die Krankenschwester sein. Weil sie hat ja auch davon gesprochen, dass sie einer befreundeten Krankenschwester
ja, aufgetragen hat, auf sie aufzupassen. Was einen natürlich den Magen wieder etwas schwerer macht, ist die Tatsache, dass sie jetzt auch nochmal bestätigt hat, dass da dieser Mann gewesen ist, der übergriffig geworden ist. Suchen wir nach den Sachen der Krankenschwester im Schwesternzimmer im ersten Stock. Im Schwesternzimmer, okay. Die 13. Ach so, das wäre direkt hier gewesen, ne? Kann ich da denn jetzt was öffnen, was ich vorher nicht öffnen konnte? Sie hat meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Bloß weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das. Was habe ich jetzt in der Hand? Aber wir sollen ein anderes Pavillon suchen. Das bestätigt meine Vermutung, weil es gibt ja so viele von diesen Bildern hier. Da sieht das ja aus, als ob das so ein richtiger Komplex ist. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich nur ein Gebäude von vielen. Da ist die Puppe. Hier sind die Stufen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal runter. Aber wo müssen wir dann hin? So hieß ein anderer Pavillon. Hier in der Nähe. Wir folgen einfach den Schildern. Okay, können wir denn jetzt wieder durch die normale Tür nach draußen? Sieht nämlich nicht so aus. Doch, können wir. Okay. Da hatte ich nämlich Schilder gesehen. Da habe ich am Anfang schon drauf geguckt. Dann ist das wohl keine Siedlung oder irgendwas gewesen, sondern dann ist das. Achso, das tragen wir immer noch. Dann ist das wahrscheinlich eine Ausschilderung der Pavillone hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Achso, doch, da kommen wir doch raus. Wo hatte ich die denn gesehen? Da vorne? Irgendwas mit M, Magnolio oder sowas? Nee, dann waren die weiter hier oben. Da ist dieses Baustellenschild sozusagen. Da hinten sind doch die Wegweiser, genau. Es scheint hier richtig, richtig komplex zu sein, aber das ist ähnlich. Maragliano, genau, das war das. Das ist ähnlich wie ein Gebäude, was ich mal fotografieren durfte. Durfte ich allerdings auch keine Bilder von veröffentlichen, weil wir da nur inoffiziell rein durften, also mit Genehmigung vom Wachpersonal. Das war nämlich auch so was Ähnliches, sage ich mal. Das müsste aber dann eigentlich hier weitergehen, oder? Es war auch ein ziemlich großer Komplex, wenn auch nicht ganz so riesig wie der hier. Weil das ist ja ein richtiger Park und dann kommen die ganzen Pavillons. Also die waren schon alle nebeneinander direkt gebaut. So, das müsste jetzt das hier sein. Kann natürlich sein, dass hier das ganze Personal eventuell gewohnt hat. Ich wollte gerade sagen, nee, das bewegt sich jetzt nur wegen. Weil das so gerendert hat, okay. Ist hier auch irgendwo ein Eingang? Wahrscheinlich war der jetzt genau auf der anderen Seite. Okay, hier kann man nicht durch. Musik ist ziemlich nervig in einem Spiel. Ich meine, jetzt ist sie ja zum Glück noch leiser. Aber gerade auch wenn sie lauter wird, dann ist es doch sehr, sehr nervig. Ja, welches davon ist jetzt. Ach so, das ist das. Ich dachte, das wäre das andere Gebäude. Ah, so ein Ding haben wir nämlich gesehen. Ist doch so eine Art Fahrrad.
Sie war zu allen freundlich, auch zu mir. Immer wenn ich sie sah, habe ich mich ein wenig besser gefühlt. Die kranken Kinder haben mit ihr gelacht und gespielt. Ach, das ist ein Spielohr. Aber sie durften mir keine Angst machen. Ihr dürft René nicht stören. Sie ist eine Prinzessin. Das wisst ihr doch, oder? Sie erzählte Geschichten und sagte etwas von einem Krieg da draußen. Und ich bekam Angst. Am Abend würden sie kommen und mich suchen. Niemand hätte mich beschützt. Nicht einmal du, Charlotte, oder? Obsession habe ich freigeschaltet. So, hier können wir gar nicht rein. Los, dem Leichenwagen hinterher. Was? Bis zum Friedhof. Welchen Leichenwagen? Aber jetzt, wo sie sagt, wo wir hier hochgekommen sind, stand hier doch noch ein Wagen, oder? Wo ist der jetzt hingefahren? Und wo ist der Friedhof? Vielleicht dahin? Die Musik verursacht mir irgendwie Kopfschmerzen. Ist das jetzt der Friedhof? Kommen wir anscheinend nicht durch. Ja, wo ist denn der Friedhof hier in dem ganzen Komplex? Ich meine, hier sind auch keine Reifenspuren oder so. Der Wagen stand ja irgendwo hier, glaube ich. Soll ich den Steinen folgen? Aber die hören hier vorne auch auf. Da hinten waren wir ja schon. Also denke ich mal, dass wir wieder zurück müssen. Wenn sie schon sagt, bis zum Friedhof, heißt das jetzt, dass ihre Freundin tot ist? Und warum haben die hier einen Friedhof? Ja gut, das ist schnell erklärt. Es sind ja wohl auch viele gestorben. Ist das ein Auto dahin? Ja, da fährt einer. Ist aber nett, dass der nochmal hier angehalten hat, damit wir dem auch wirklich folgen können. Fahr doch nicht so schnell, nimm mich doch mit. Ach Leute, geht das nur in eine Richtung? Wird uns jetzt auf dem Friedhof erwarten. Ich bin echt gespannt. Also es ist ja kein richtiges Horrorspiel in dem Sinne. Es stimmt schon, dass man, als man mir gesagt hat, das ist so ein Mystery. Ist er jetzt hier durchgefahren? So ein Mystery-Spiel. Aber es ist schon richtig geil gemacht, muss ich sagen. Weil man möchte halt doch diese Hintergrundgeschichte wissen und man möchte irgendwo wirklich herausfinden, ist das jetzt Wahn von ihr gewesen? Wenn ja, was war Wahn von ihr und was davon war jetzt wahr? Das ist schon sehr, sehr gut und vor allen Dingen sehr, sehr traurig natürlich auch gemacht, weil es wirklich viele solcher Schicksale gegeben hat. Bin ich jetzt hier noch auf dem richtigen Weg? Ist das Auto da über die Klippen gesprungen oder...
wirklich nicht, ob ich hier noch auf dem richtigen Weg bin. Aber wenn ich jetzt querbeet laufe, glaube ich, ist das auch nicht so günstig. Sieht das aus wie ein Friedhof? Ist so eine Art Kapelle? Oh, jetzt laufe ich wirklich querbeet. So eine Art Kapelle oder sowas? Könnte das sein? Ich meine, wenn ich jetzt völlig falsch wäre, müsste sie doch normalerweise sagen, nein, wir müssen erst zum Friedhof gehen. Oder? Oder nicht? Ein endlos langer Weg und wir kommen nie zum Ziel. Aber hier sieht alles wieder so neu aus. Eine Straße. Ich kann jetzt auch kein H drücken, also wahrscheinlich sind wir wohl irgendwo hier in der Nähe. Ist das hier ein Friedhof? Sieht mir eher nach Baustelle aus. Okay, das ist definitiv kein Friedhof. Oh. Okay. Aber es kann trotzdem sein, dass wir hier vielleicht mal rein mussten. Zumindest haben wir jetzt etwas kennengelernt, was wir sonst nicht kennengelernt hätten. Die Mauern sind recht hoch. Ja. Kann ich da nicht rum? Kommen wir da auch nochmal rum? Können wir jetzt nicht alles einfach mal auf Deutsch schreiben? Okay, das war jetzt irgendwie so komisch rot, als ob ich mich jetzt umbringen werde, wenn ich da durchlaufe. Das ist natürlich nicht gut. Ich würde ja gerne dem Wagen weiter folgen, aber dann habe ich scheinbar irgendwie komplett verloren. Aber das sieht alles nicht nach Friedhof aus hier. Deswegen. Was ist das hier? Das ist auch wieder so ein Teil. Also diese Sachen scheinen hier irgendwie überall zu sein. Ja. Ich finde halt nur das Auto jetzt nicht mehr. Das scheint ein See zu sein. Ich zweifle auch, dass das Auto hier die Büsche runtergefahren ist, aber ich gehe mal wieder nach oben. Ein Blick auf meine Uhr sagt mir jetzt auch, dass das Ganze jetzt schon sehr, sehr lange dauert. Und ich möchte natürlich nicht die ganze Folge über hier rumlaufen und letztendlich dann doch keinen Erfolg bekommen für nichts. Weil ich nicht mehr weiß, wo das Auto sein soll. Hier ist wieder der Garten. Da sind wir von da, glaube ich, gekommen. Da war die Anstalt. Und hier können wir ja eigentlich nur diesen Weg entlang. Und das Auto ist definitiv hier durchgefahren. Jetzt laufen wir nämlich wieder zurück. Tja. Also, damit ihr jetzt nicht hier nicht sehen müsst, wie ich jetzt hier wie blöde nur in der Gegend rumirre für, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, würde ich jetzt mal einfach sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und können wir uns hier vielleicht irgendwas angucken? Nee, ne?
Ich mache hier mal einen kleinen Cut und laufe noch mal so ein bisschen durch die Gegend. Obwohl, Camposanto Friedhof, der soll doch hier rum sein. Aber ich habe jetzt keinen hier gefunden. Also, wenn, dann müssten wir ja quasi dem Weg folgen, was wir ja auch getan haben am Anfang. Und der würde uns dann hier runterführen. Gehen wir also nochmal runter. Aber hier sind auch keine weiteren Schilder. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Ich versuche jetzt mal dem Weg einfach zu folgen. Wobei ich das ja vorhin auch schon versucht habe und das hat ja irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich schaue aber mal, ob wir vielleicht irgendwo noch ein Schild finden, was in eine andere Richtung zeigt oder so. Das sind wieder andere Schilder. Aber das ist jetzt nicht der Friedhof hier, oder? Sieht man zumindest jetzt nicht danach aus. Guck mal da drauf. Könnten da drauf. Aber wie gesagt, das sieht mir jetzt hier nicht nach Friedhof aus. Ach so, ich versuche immer zu springen und in dem Fall hat es anscheinend auch irgendwie funktioniert. Ja, also ich laufe jetzt hier nochmal die Strecke weiter runter. Guck mal, ob ich vielleicht irgendwo noch ein Hinweisschild sehe oder ähnliches, wie man weiter zum Friedhof kommt. Und dann würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dann. Ciao.